die 40 Punkte voll zu machen und das Wort Abstiegskampf endgültig aus dem Vokabular zu streichen. Thomas Herrmann meldet sich jetzt aus dem Generali-Sportpark. Tja, wer spricht denn vom Ende des Abstiegskampfes? Die Rostocker hier um 4 Uhr heute Morgen weggefahren haben, ganz anderes im Sinn in Oberbayern. Ja, natürlich glauben wir fest dran, ne, Toni? Wir können es immer noch schaffen. Punktemäßig ist immer noch alles drin. Ne? Ich glaube dran. Ja, wenn wir heute gewinnen, dann schaffen wir es. Hundertprozentig. Ein bayerischer Rostocker mit viel Optimismus. Mensch, Herr Pagelsdorf, das ist doch was. Also, weiße Hachinger gegen schwarze Rostocker. Die Sonne scheint, tolle Platzverhältnisse, beste Voraussetzungen. Der Tunesier Gigani Ersatz, dafür Christian Holzer, hoppala, im offensiven Mittelfeld. Neben Thomas Sobotzik, da ist er. Und Stefan Frühbeiß, nach 3 Minuten der Abwehrmann mit diesem Kopfball. Harry Deutinger, die Zettel bei den Trainern haben sich durchgesetzt. Trendsetzer war Ewald Lienen. Beide Teams nach ihren Niederlagen auf 3 Positionen verändert. Lechleiter im Sturm für Ndjai bei Unterhaching. Auch Frank Pagelsdorf hat im Sturm gewechselt. Brica draußen und Marcel Schied im Team da vorne gegen den alten Kempen Ralf Bucher. Und da wollte der Stürmer mehr herausschinden als erlaubt. Aber Schiri Schössling hat das schnell durchblickt. Marcel Schied letzte Saison noch in Haching im Angriff neben Copado. Immerhin mit 6 Toren und 8 Torvorlagen erfolgreich. Im Schnitt nur 3.700 im Sportpark, so wie auch heute. Holzer und Stefan Buck, wieder ein Abwehrmann mit der Kopfballchance. Dann musste Sobotzik mit einer Zahnverletzung raus nach 21 Minuten. Und Gigani kam, der Tunesier, der immer noch auf die WM hofft. Trainer Roger Lemaire beobachtet ihn und wir beobachteten eine bescheidene Partie bislang. Lechleiter. Die verkorkste Flanke landet an der Latte aus dem Nichts. Ein Aufreger nach 25 Minuten. Robert Lechleiter hat ein Tor gemacht, aber 8 schon aufgelegt. Und Haching hat mit ihm um 2 Jahre verlängert. Die Partie von verbissenen Mittelfeldduellen geprägt. Ganz selten ging es dann noch aufregend in den Strafraum. Kai Bülow auf Enrico Kern. Er hat die letzten 3 Rostocker Tore geschossen. Heerwagen. Teinert und schon hat Matthias Schober die Kugel. Übrigens, Martin Piekenhagen soll aus Holland womöglich wieder zurück zu Frank Pagelsdorf kommen. Mal gucken, das bleibt spannend. Dann der Fehler von Omo Diakpe, Marcel Schied, Enrico Kern. Hey, klasse, perfekt. 1-0 Rostock, 33. Minute. Also ein Treffer vom Allerfeinsten durch Enrico Kern, fast aus dem Nix. Diese blitzsaubere Einzelleistung hat sich doch gelohnt, die Anreise. Ab 4 Uhr morgens nochmals Kern gegen Frühbeiß, dann Omo Diakpe ganz schwach, Schied und dann wieder Kern gegen Frühbeiß. Leichter Schwindelanfall bei Frühbeiß, einfach tolles Solo. Omo Diakpe als Wegbereiter und dann Kern mit links, sein 6. Tor, sein 1. mit links. Matthias Schober verfolgt nach seinem kuriosen Lapsus in Braunschweig dieses kernige Tor, 1-0 vorne. Ja, es läuft, Frank Pagelsdorf. Geht dann noch was mit dem Aufstieg? Tja, wie viele steigen aber ab? Eine SMS an die 83111, Liga A für 4 Mannschaften, Liga B für 6 Mannschaften. Hier geht's weiter in genau 25 Sekunden. Dranbleiben, nach nur einem Spot geht's weiter. Der erste Reifen auf dem Mond. Der erste Reifen, der schneller als 1000 Kilometer pro Stunde lief. Und jetzt ein Reifen, den selbst eine Panne nicht aufhalten kann. Der neue Run-on-Flat von Goodyear. Eine Innovation, die... Allerdings hat Trainer Harry Deutinger bei 0:1 dafür keinen Sinn. Das ist verständlich. Eckball, Weiß, Oberbayern, Holzer am Ball. Dann Frühbeiß, Gigani,
Kai Bülow verlängert und Glückschober Lechleiter mit der Fallrückzieher nach 50 Minuten. Diese kuriose Szene fast zum Ausgleich. Diese Schrecksekunde für Kai Bülow. Ein Tor hat er für Rostock bislang gemacht und fast dieses. Die Aufstiegsoptimisten. Nach der Pause Haching sehr aktiv, Rostock sehr zurückhaltend, zu destruktiv und die Weißen kamen über Gigani. Der machte Tempo, Teinert lässt durch und Lechleiter gerade noch abgeblockt von Mijo Bretschko. Der einzige Ausländer bei Hansa Rostock, Frank Pagelsdorf und seine wackelige Saison. Einseitige Partie jetzt, wie gesagt, nur Haching offensiv. Buck auf den eingewechselten Bruno Kustos, da kommt Schober, dann Teinert, wieder Schober nach 66 Minuten. Haching einen Wimpernschlag vor dem Ausgleich. Gute Szene für den Wackelkandidaten Matthias Schober, er hat da schön mitgespielt. Hachings Präsident Kupka warten auf die 40 Punkte. Haching jetzt mit drei Spitzen, Njai noch in der Partie, die Hausherren in den letzten zwei Spielen auch ohne Tor. Es wird also mal wieder Zeit. Holzer, da kommt Frühbeiß. Njai, alles recht harmlos. Offensive ohne Torchancen nach 78 Minuten. Ganz selten die Entlastung für die schwarzen Gäste. Die Salvo eingewechselt und Kern! Er hätte nach 80 Minuten alles klar machen können, müssen, sollen, dürfen. Bretschko, dann die Salvo und der Torschütze zum 1:0. Rainer Maurer, Ex-Löwencoach auf der Besichtigungstour. Weiter geht's mit Haching über die linke Seite. Stark Lechleiter gegen Bretschko, dann gegen Patrick Jahn. Und Njai in Rücklage, die Riesenchance nach 81 Minuten für Babacan Njai, den Mann aus Senegal. Die klasse Vorarbeit von Hachings besten Vorarbeiter und dann, ja, es war schwer für Njai. Da kommst du nur so hin, viel Glück wäre dabei gewesen. Powerplay unter Haching. Drei der letzten vier Spiele haben sie verloren. Auch das letzte Heimspiel gegen Cottbus ging in die Hosen. Nach zuvor starken Leistungen im Sportpark. Kai Oswald, Ex-Rostocker. Stefan Buck. Und da saust Bruno Kustos, der Franzose, in der 90. Minute. Das wäre aber schon verdient gewesen, der Ausgleich. Er hat das so schön gemacht. Die fast perfekte Ballannahme nach dem weiten Flug. Tja, Rostock gewinnt vor den Toren Münchens mit 1:0. Und Frank Pagelsdorf wird sich ärgern, dass sie gegen Braunschweig so vergeigt haben. Sein Dank an die Fans, diese irre Anreise. Aber ihr Glaube versetzt wohl Berge am Rande der Alpen. Also Hansa Rostock macht damit die 40 Punkte voll und kann sich ganz entspannt zurücklehnen und sich auf die letzten sechs Saisonspiele freuen. Ob das allerdings noch mal was